speed. Sorry. So sorry. Is this the Girl Scouts meeting? You do know that he's gonna puke up that cocktail right away anyway, right? Hey, no puking in my house. Got a better fucking idea, Barbie. Yeah. Ever heard of the word G-U-N? Gun? Ain't no shooting guns in my house either. What? No shooting inside the fucking house. Fine. Let's do it outside then. No! 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 Untie him, motherfucker. Ja? Könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, klar. Entschuldigung wegen vorhin, aber wir haben Sie kaum verstanden da hinten. Ja, ich weiß, ich rede manchmal ein bisschen leise. Dabei ist Ihre Vorlesung die beste dieses Semester. Ehrlich, Frau Dr. Faber, ich habe morgen einen Termin in Ihrer Sprechstunde. Ich dachte, vielleicht können Sie mir bei einer Entscheidung helfen. Kommen Sie 15 Uhr morgen und ich nehme alle Zeit. Danke. Ja? Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Natürlich freue ich mich, dass Sie bei mir promovieren wollen. Aber das hat doch noch 3 Jahre Zeit. Warum kommen Sie denn jetzt schon damit? Weil ich finde, dass das eine Bindung ist, die wir eingehen werden. Eine Bindung? Ich weiß nicht, Sie schreiben und ich berate Sie. Mehr ist das ja nicht. Ich finde, es ist viel mehr. Also, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber mit Ihnen als Doktorvater, ich meine Sie und all Ihre Publikationen, da steigen meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt natürlich immens. Sie denken an die Karriere? Ja, ich habe alles geplant. Mein Freund und ich wollen bald zusammenziehen. Der ist Übersetzer und arbeitet viel zu Hause und dann kann er sich auch um das Kind kümmern. Und was für ein Kind? Das ich gleich nach dem Staatsexamen haben will. Und wie alt sind Sie dann? 26, klar. Could you show me where the ladies' room is? Yeah, sure. I said no shooting in the house.